hat eine schöne Höhe und stürzt wieder. Das gibt's doch nicht. Es ist diese verhängnisvolle Kurve für Laura Nolte. Bob-WM in St. Moritz, der Zweierbob der Frauen. Heute für die einen mit Drama. Für die anderen mit Glücksgefühlen. Das ist wirklich irre, was die beiden Deutschen hier abliefern. Doch von vorn. Mit einer Dreierführung geht das deutsche Team in den zweiten Wettkampftag. Lisa Buckwitz führt vor Kim Kalicki und Laura Nolte. Kelly Humphries aus den USA darf sich aber auch noch Hoffnung auf eine WM-Medaille machen. Los geht's mit Lisa Buckwitz und ihrer Anschieberin Kira Lipperheide. Gestern sehr gute Startzeiten, nicht die besten. Starteck 5,48. Sie wundern sich vielleicht, warum sie den Bügel da so lang draußen lässt. Das ist Absicht. Fährst erstmals ums Starteck herum und kümmert sich dann um den Bügel. Geschwindigkeit nicht ganz so schnell wie gestern. Kein Wunder, es ist noch früh in St. Moritz. Viel Reif in der Bahn. Bisher eine gute Linie von Lisa Buckwitz. Besser als gestern sind kaum Banden zu erkennen. Schon in der Martino. Portago, so heißt diese Zielkurve. Und dann ist sie drin. Langsamer als gestern, aber Sie sehen die Reaktionen. Da ist Zufriedenheit im deutschen Team. Kalicki, zwei Weltcupsiege in dieser Saison in Whistler in Park City. In Europa lief es dann nicht ganz so glatt. Startzeit 5,47, nur eine Hundertstel schneller als Buckwitz Lipperheide. Kalicki ebenfalls etwas mehr Höhe im Aufschuh, kommt ebenfalls gut durch, führt jetzt mit 700 Sekunden und ist etwas schneller, 0,2 km als Buckwitz. Gestern begann die Zeit hier von Lisa Buckwitz. Wie sieht es heute aus? Kalicki bleibt vorn. Ausfahrt Sachs, Überfahrt in die Martino. Ebenfalls getroffen. Top Speed von Kalicki. Sie geht in Führung. Kim Kalicki, es gibt einen Führungswechsel. 600. Laura Nolte mit Nele Schuten. Hier im Training schwer gestürzt. Der gestrige Tag war so wichtig. Und der Rückstand, der wird jetzt natürlich nicht auf Lisa Buckwitz gemessen. Das waren 1/14 Sekunden nach dem gestrigen Tag. 9 sind es auf Kalicki Fiebig. Sie hat das ebenfalls drin. 5,47 die Startzeit von Kalicki. Sie 5,52. Horschu. Hat eine schöne Höhe und stürzt wieder. Das gibt's doch nicht. Es ist diese verhängnisvolle Kurve für Laura Nolte. Was für ein Drama. Und das geht jetzt ganz, ganz weit bis nach unten. Hektik beim deutschen Team im Ziel. Sie rennen alle nach unten, um den Bob jetzt hier anzuhalten. Der wird sich aller Voraussicht nach nicht mehr aufrichten. Sie lenkt zu früh, zu aggressiv nach unten. Kriegt deshalb nochmal Druck nach hinten. Das ist der identische Kippsturz wie im Training. Und da sehen wir Sepp Dostaler und Stefan Bosch. Das kann doch nicht wahr sein. Auch Kim Kalicki da hinten, Sie sehen das. Wendet sich sofort ab. Leonie Fiebig. Laura Nolte bewegt sich relativ normal. Ja, es war halt der Horseshoe. Ich habe die Linie wieder zu flach gewählt oder zu früh gelenkt, ausgelenkt. Keine Ahnung, ich hatte von Anfang an im Zweier so ein bisschen meine Probleme nach Mono. Hafer ist zwischendurch auch noch den Schlitten gefahren, irgendwie. Irgendwas hat mit der Lenkung nicht ganz gestimmt. Und ja, dann so im Training aufzuhören, gibt einem natürlich nicht das beste Gefühl fürs Rennen. Und Zum Glück nichts richtig Schlimmes passiert. Doch ein Schock ist dieser Sturz allemal. Nach Lauf 3 kommt's zum Showdown. Wer gewinnt den WM-Titel in St. Moritz? Es kommt zum Dreikampf Kelly Humphries gegen Lisa Buckwitz, gegen Kim Kalicki. Lisa Buckwitz mit Kira Lipperheide.
nach dem zweiten Lauf. Gestern war sie vorn. Den Platz hat sie eingebüßt. Vorsprung 18 Hundertstel Sekunden. 5,47 schneller als im dritten Durchgang. Schneller als Humphries. Guter Start. Jetzt hinein in den Hausschuh. Telefon, kein Kontakt, 105,1 km/h. Das muss doch jetzt reichen. Sie ist schneller als Humphries. Nameless ist erreicht. Jetzt geht's in diese vier Rechtskurven. Abschluss hier mit der Sachskurve. Da ist sie drin. Diese Gerade muss sie treffen. Sie trifft sie. 138,6 km/h. Schneller als Humphries. Sie holt zumindest mal Silber. 46 Hundertstel. Riesenlauf. Riesenlauf von Lisa Buckwitz und Mira Lippe-Heide. Das ist die Silbermedaille. Das ist Gold für Deutschland. Denn nur noch Kim Kalicki steht da oben. Jetzt geht es um die Goldmedaille für Kim Kalicki und Leonie Fiebig. Fiebig, brillante Anschubleistungen. Vorsprung, 600 Sekunden. Das wird eng, das wird knapp. Denn das Material von Buckwitz, es läuft exzellent. 5,47, genauso schnell wie Buckwitz Lippe-Heide auf den ersten 50 Metern. Sie muss alles treffen, Kim Kalicki. Dann kann sie hier, zweimal war sie Zweite, zum ersten Mal Weltmeisterin werden. Immer noch stehen da die 600. Leichte Bande, ähnlich wie Buckwitz. Sunny-Kurve. Jetzt hinein in Nash Dixon. Leichte Bande, ähnlich wie Buckwitz. Die Legendenkurve. Kein Anschlag vom Telefon. 400. wettgemacht. Nochmal raufgelegt. Es ist eine Zehntel. Aber Buckwitz hat alles getroffen und wurde im unteren Bereich immer schneller. Das wird ein hauchdünnes Duell. Wie trifft sie die Sachskurve? Sie trifft sie gut. Geschwindigkeit. Und dann 38,6. Sie ist schneller. Kim Kalicki fährt zu Gold. 500. bleiben da stehen. Das ist wirklich irre, was die beiden Deutschen hier abliefern. Kalicki und Buckwitz mit hervorragenden Linien. Kim Kalicki, in Wiesbaden geboren, wird erstmals Weltmeisterin. Was für eine spannende WM-Entscheidung hier in der Schweiz. Am Ende gibt's den deutschen Doppelerfolg beim Zweierbob der Frauen. Und Kim Kalicki feiert ihren lang ersehnten ersten WM-Titel.